So, das sind gleich noch mal drei Gegner und einer davon ist ein Magier. Ja. Gleich mal einen Fulminictus auf den Ja. Magier, sie einen Doppelschuss auf Weiche. den Magier Bitte. und er einen Ignifaxius auf den Magier. Achtung, wir haben einen Magier dabei. Den sollten wir zuerst loswerden. Jakon, schick ihn mit einem Sonnengrabes zu Boden. Na, da. Und gleich noch einen Fulminictus von mir hinterher, obwohl jetzt ist er tot. An die beiden Fulmin auf den, der mich hier im Nahkampf angreift. Was? Ihr solltet denselben angreifen wie ich. Je schneller wir den los sind, Weiche! Umso besser. Er kann noch einen Ignifaxius auf den hier werfen. Naja, er hat jetzt zwar nicht, auch nicht sehr hohe Stufe, deswegen macht er nicht so viel Schaden. Sie kann ruhig auch mit angreifen. Autsch. So, und das war's mit dem. Gucken wir mal, was die dabei haben. Und auch gleich, was der Magier dabei hat. Nur ein paar Karten, dann geht's weiter. Hier die Treppe runter. Und schon werden wir von hinten überfallen. Wieder mit einem Magier. Ah, der kriegt gleich mal von mir wieder einen Fulminictus. Von ihr einen Pfeilhagel. Bitte. Und von ihm einen Ignifaxius ab. So. So, das dürfte es mit dem gewesen sein. Obwohl, er lebt noch gerade so, deswegen hau ich noch einen Fulminictus hinterher, bevor der uns wirklich Ärger macht. War ihr? Dem einen gezielten Schuss. Aha. Und einen Ignifaxius. Und schon benutzt er Balsam, was stressig ist. Ignifaxius, ja. Gleich noch ein Fulminictus hinterher. Und dann überlebt er auch noch. Ah, schicken wir ihm gleich noch mal ein. Während die anderen beiden den die Nahkämpfer tot machen. So. Dann noch den Schmuggler hier. Ausschalten. Oh. Eine Heilung. Ja. Er kann einen Ignifaxius schicken. Und das war's auch mit denen schon. So, gucken, was der letzte Magier dabei hat. So. Dann schnappen wir uns mal unsere Gruppe wieder und gehen weiter. Im Nachhinein könnte ich mich ohrfeigen für meinen Wankelmut. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie mit Gerling verschwinden. Das wäre es nicht wert gewesen. Du hättest nur riskiert, dass sie Gerling etwas antun. Sicher wäre Gerling stolz auf deine Besonnenheit. Du hast ja recht, Jakob. Dennoch lässt es mich nicht los. Ich hätte wenigstens herausfinden müssen, wo sie ihn hinbrachten. Dann hätten sie dich vielleicht auch noch erwischt. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, Fyrus. Wir finden Gerling und befreien ihn. Ja, das werden wir garantiert. Und es ist auch gut, dass du nicht direkt vorgelaufen bist, weil jetzt so haben wir dich als Unterstützung auch dabei. Ach, da vorne ist wieder eine ganze Truppe Schmuggler. Und die suchen uns auch noch. Das sind 5 Schmuggler, wenn ich es richtig sehe, aber keiner von denen ist ein Magier. Also dürften wir mit denen eigentlich leichtes Spiel haben. Dann los. Erstmal Pause und ich werfe auf den ersten gleich einen. Bitte? Fulminictus. Er kann einen Ignifaxius auf den schleudern. Ja? Und sie einen Doppelschuss auf ihn. Ignifaxius! Jetzt sind sie da!
Eigentlich hätte ich ja sogar in Kraft der Erde hier mal versuchen können, bevor sie zu nahe kommen. So, der erste ist weg. Auf den vor ihm ein Ignifaxius. Ja? Sie sollte sich mal selber heilen. Ignifaxius!